Ratatata, peng, sage ich nur. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTo TV. Mein Name ist Sebastian und was sage ich immer? Nageln macht süchtig. Und deswegen schauen wir uns heute mal Druckluftnagler an. Denn wir haben hier einen extrem günstigen Einstieg in das Thema Stiftnageln. Denn wir haben hier Geräte schon bei 40 Euro, ansonsten bin ich hier schon bei Makita zum Beispiel bei rund 70 Euro dabei. Wohingegen so ein Gerät hier, was exakt dieselben Stifte nagelt, schon eher bei 400 Euro sind. Also hier 400 Euro ohne Akku, wohlgemerkt. Hier seid ihr bei 70 Euro und es ist aber auch wirklich viel leichter, ja. Das schauen wir uns heute mal genauer an. Und zwar alle Geräte, die wir hier haben. Und natürlich ist Freitag, wie immer, gibt es etwas zu gewinnen. Und zwar heute den Makita. Warum? Habe ich mir gerade überlegt. Ist so. Alles, was ihr dazu machen müsst, ist einfach unten in die Kommentare schreiben, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit diesen Geräten, beziehungsweise was ist euer Liebling? Oder sagt ihr, ihr geht eher so in diese Region. Heute geht es also um Druckluftnagler und ich muss sagen, wirklich Nageln macht süchtig. Es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten, denn ihr habt ein echt kleines, kompaktes Gerät und schießt damit diese kleinen Nägel hier. Also das sind jetzt das ist nicht ein Nagel, sondern ich versuche hier mal einen einzelnen Nagel abzubekommen. Das geht gar nicht. Das müssen nachher die Geräte machen. Hier habe ich jetzt 5 Nägel zumindest mal abbekommen. Das ist nämlich ein ganz kleiner Nagel, 1 mm mit einem Kopf oben, der ist gerade mal 2 mm groß. Das ist ein Grund, es ist nur ein Stift aus Draht, also eine Art Drahtstift. Aber was ihr damit machen könnt, ihr könnt super schnell Dinge miteinander verbinden. Ja? Ihr könnt zum Beispiel jetzt hier einfach 2 von diesen Holzstücken nehmen, ja, hier Multiplex, und könnt das ganz schnell und einfach, ich zeige euch das einfach mal, ganz einfach mal verbinden. Und jetzt sehen wir auch schon den Vorteil eines Nicht-Druckluftnaglers. Und übrigens, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich dir mal hier oben. Denn hier muss man das Ganze nur einschalten. So. Und na, alle guten Dinge sind 3. So. Und in dem Moment habt ihr jetzt Folgendes. Ihr habt hier eine sehr stabile Verbindung hergestellt. Jetzt, das will ich jetzt mal nicht auf mich sitzen lassen, ja? Nee, keine Chance. Also, wir haben jedenfalls hier eine sehr, sehr schnell eine sehr gute Verbindung hergestellt. Und dafür sind diese Stiftnagel einfach toll. Du kannst übrigens auch Folgendes machen. Du möchtest zum Beispiel etwas verleimen und der Leim wird später die Arbeit machen. Dann setze schon mal den Leim und mach einfach Folgendes. Fixiere es mit 2 Stiften, dann verrutscht das nicht mehr im Leim. Das ist zum Beispiel mal ein Trick, den ich sehr häufig anwende. Und jetzt ist es so, dass wir hier heute 4 Geräte haben. Eigentlich hatten wir 5. Nämlich wir haben hier Prebena, Dewalt, Makita. Nee, hier ist Prebena, Metabo, Makita und Dewalt. So, jetzt haben wir es korrekt. Und ich hatte eigentlich auch Einhell mit dabei. Aber das ist ein Kombigerät. Nämlich, das ist ein Gerät, das kann nageln und klammern. Ich fand das jetzt ein bisschen unfair im Vergleich, denn es gibt von einigen dieser Hersteller auch Klammerer. Jedenfalls, wenn ihr dazu mal ein Video sehen wollt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und denkt dran, ihr könnt etwas gewinnen. Dann werde ich dazu auch noch mal ein Video machen. Ganz wichtig am Anfang, bevor wir uns die Geräte anschauen, ist, wir haben hier Druckluftnagler. Dazu braucht ihr einen Kompressor, wie zum Beispiel den hier. Wunderschöner Akkukompressor von Milwaukee. Ihr könnt natürlich auch einen herkömmlichen Kompressor nehmen, aber ihr braucht einen Kompressor. Das heißt, der Preisvorteil der Geräte relativiert sich zumindest ein bisschen. Man muss ganz klar sagen, um damit zu arbeiten, könnt ihr wahrscheinlich den günstigsten Einstiegskompressor nehmen, den ihr auf dem Markt findet. Da werdet ihr so im Bereich zwischen, sagen wir 100 Euro, werdet ihr schon fündig werden und könnt dann damit arbeiten. Sodass ihr hier zum Beispiel beim Makita, dann seid ihr hier so im Bereich bei rund 170 Euro. Okay, und dann könnt ihr loslegen. Wirklich Spaß macht es aber nicht, denn diese günstigen Kompressoren sind irre laut. Dazu gibt es auch zum Beispiel Silent-Kompressoren. Da habe ich bei Heldel Werkstatt mal schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir auch mal hier oben. Ich glaube, den testet sogar Sandra. Und da kommt der Spruch her, Nageln macht süchtig, aber seht vielleicht selber. Insofern müsst ihr das immer in Relation sehen zu solchen Geräten. Denn hier 400 Euro ohne den Akku, das ist schon eine Ansage. Ja? Dafür aber könnt ihr es überall mitnehmen, habt ihr überhaupt kein Problem, habt keinen Schlauch dabei. Ich zeige euch mal was. Wir haben ja hier, einen Kompressor stehen, hier unten. Und da habe ich jetzt hier einen standardmäßigen 3-Meter Schlauch, glaube ich, etwa dran. Aber auch der ist irgendwann zu Ende. Und wenn du jetzt, du kannst nicht damit durch die Werkstatt gehen
und bist damit nicht so wirklich mobil. Und das ist eine Sache, die sollte hier zumindest klar sein. Aber jetzt schauen wir uns mal die Preise der Geräte an. Aber welche Geräte haben wir eigentlich hier? Den Makita AF506, den Prebena 2XR J50, den Dewalt DPN 1850PP und den Metavo DSN 50. Aber was kosten die Geräte eigentlich? Und denkt dran, ihr braucht einen Kompressor, um sie zu betreiben. Denn mit reinpusten, das wird nicht funktionieren. Also ergo, ihr braucht einen Kompressor, die Geräte und entsprechend passende Nägel. Alles findet ihr unten in der Videobeschreibung im ehrlichen Preisvergleich. Einfach mal vorbeischauen, da könnt ihr euch das Passende zusammensuchen. Jetzt aber zu den Geräten. Wir haben hier einen Preis bei Makita von rund 70 Euro. Hier sind wir bei 80 Euro. Hier sind wir schon bei empfindlichen 170 Euro und hier bei 180 Euro. Das ist schon eine ganze Menge. Ihr schaut hier am besten mal euch die technischen Daten an. Und da seht ihr, dass es relativ wenig objektiven Unterschiede zwischen den Geräten gibt. Also erstmal von den Zahlen, Daten, Fakten. So sehr unterscheiden die sich eigentlich nicht, denn am Ende ist es so, dass alle dasselbe machen. Und zwar, kommen wir jetzt mal ein bisschen dichter, jetzt gucken wir uns das mal an. Und zwar genau diese Nägel hier verschießen. Ja, hier sehen wir ein ganzes Magazin an Nägeln. Und hier nochmal, ja, hier kann man das dann quasi auch mal so abbrechen. Und dann haben wir hier einzelne Nägel und die werden eingetrieben. Die sind hier vorne auch nur ganz leicht angespitzt. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht sehen. Und dann werden die reingetrieben. Anhand der technischen Daten habt ihr gesehen, im Grunde sind es fast identische Geräte. Zumindest von dem, was sie können. Aber was können die denn eigentlich? Und wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Wir nehmen die jetzt einfach mal zur Seite und nehmen jetzt eins der Geräte, das günstigste, 70 Euro. Nehmen dazu etwas Druckluft zur Hand. So, Druckluft ist dran. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir natürlich auch das Magazin gefüllt haben. Ja? Hier in dem Fall ist schon etwas im Magazin drin, aber ich zeige euch das nochmal. Wir haben natürlich auch verschiedene Stiftlängen, zum Beispiel ganz lang, ja, hier jetzt mittellang oder auch noch kürzere. Ja. Es gibt verschiedene Nägel und man muss ja zusätzlich aber sagen, dass sie im Grunde relativ auch kompatibel zueinander sind. Ja. Jetzt nehmen wir mal Folgendes, wir nehmen jetzt hier mal zwei Stücke Holz und dann könnt ihr auch mal sehen, hier unten drunter, dass auch was durchkommt. Ja. Da haben wir es und du hast gerade gesehen, wie das Ganze funktioniert und ich zeige dir jetzt nochmal, wie schnell so ein Nagler arbeiten kann. Aber den Speedy Gonzales, den zeigen wir euch später. Denn das hier, was er hier kann, ist noch gar nichts im Vergleich zum Dewalt. Der Dewalt, ohohohoho. Also ich freue mich drauf. Ihr werdet sehen. Also es geht schon echt rasend schnell. Übrigens bedenkt auch, dass wir auch wirklich Luft verbrauchen. Pro Schuss sind das so 0,5 bis 0,8 Liter Luft, die hier durchgeballert werden und hier dazu führen, dass da ein Nagel drin ist. Zumindest steht es im Datenblatt drin und ich glaube, das könnte sogar stimmen. Sie gucken uns jetzt das Gerät mal kurz an und das ab. Und so sieht es übrigens jetzt von unten aus. Ja? So ein kleines Nagelbrett hier entstanden. Und so ausfransen wie hier tut das Ganze nicht, wenn ihr die Materialien aneinander legt. Ja? Dann geht es wunderbar und wir können damit wirklich auch sehr gut Multiplex verbinden. Das habe ich schon sehr häufig gemacht. Also wäre auf jeden Fall ein Pro-Tipp dafür. Und ich sage euch, wenn man immer ohne Druckluftnagler oder allgemein ohne Nagler gearbeitet hat, dann vermisst man ihn nicht. Aber hat man einmal einen Nagler, heieiei, sage ich euch, ja. Wenn ihr dann in eine andere Werkstatt geht, wo kein Nagler ist, dann sagt ihr jedes Mal, na, jetzt hätte ich gerne einen Nagler, jetzt, das würde ich jetzt gerne mit einem Nagler machen und so weiter. Also das ist wirklich ein Gerät, das sollte man nicht unterschätzen. Und wenn ihr erstmal reinkommen wollt in die Materie und sowieso schon einen Kompressor habt, dann ist so ein Druckluftnagler natürlich genau das Richtige. Um es mal auszuprobieren, gerade zu dem Preis. So, jetzt gucken wir uns das Gerät mal ein bisschen im Detail an. Und ihr seht auch, alle vier Geräte unterscheiden sich gar nicht so stark. Ihr habt hier die Möglichkeit, das abzuziehen oder abzuschießen quasi. Und jetzt, wenn ich hier einfach so raufdrücke, würde übrigens nichts passieren. Ich habe jetzt hier Druckluft abgezogen, damit auch mir nichts passiert. Sondern es ist so, erst ihr habt hier die Möglichkeit aufzusetzen und dann ist er entsichert. Dann könnt ihr erst schießen. Ja? Also aufsetzen, schießen, Feuer. Das war's eigentlich. Jetzt haben wir hier
unsere Nägel eingebracht. Und schaut euch das mal hier im Detail an. Wir haben jetzt sie nicht komplett versenkt. Ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, oh, das ist ja völliger Mist, was mache ich denn, um die entsprechend richtig zu versenken? Dazu kannst du das Gerät natürlich einstellen, und zwar hier unten, hier hast du einen Drehregler. Ja, ihr könnt entweder etwas weiter rein oder entsprechend rausdrehen. Und damit ist es so, dass hier der Druck reduziert wird und dementsprechend ist es so, dass der Nagel etwas weiter ins Holz reingetrieben wird oder etwas weniger. Man kann das schon relativ gut dosieren. Achtet aber darauf, dass euer Kompressor dementsprechend auch einen konstanten Druck liefern muss. Denn wenn der Kompressor im Druck runtergeht, dann ist es natürlich auch so, dass die Einstellung nicht mehr stimmt. Und dann ist es wirklich blöd. Deswegen ist auch einer der Gründe übrigens, warum ich so einen Elektro-Tacker wie den hier von Milwaukee wirklich sehr gut finde. Weil das ist total gleichmäßig. Ist immer dasselbe, immer wieder dasselbe. Und da brauche ich mich auf keinen Kompressor jetzt verlassen. So, das kann ich hier einstellen. Dann hier nochmal der Hinweis, hier draufdrücken, rausziehen. Hier haben wir dann die Nägel, die wir einsetzen können. Übrigens, wenn wir jetzt mal dünnere nehmen, immer ganz vorne ansetzen, reinlegen und dann, ja, war es das auch schon. Hier habt ihr ein Sichtfenster, da könnt ihr sehen, ob noch Nägel drin sind oder nicht. Und ihr könnt hier den Hebel umsetzen, wenn mal hier drin ein Nagel festklemmen sollte. Dann nehmt ihr es hoch und könnt ihr den Nagel dann raus, oder den Stift, muss man ja sagen, den Stift hier rauspopeln. Das geht auch, kann man bei allen Geräten machen, kein Problem. Nochmal ein Hinweis, und zwar ist es ja so, dass wir hier mit Druckluft arbeiten. So, das wird hier ja der Bolzen angetrieben, der den Nagel reintreibt. Das ist nicht die Luft, die es macht, sondern hier ist ja ein Bolzen, der hier den Nagel reinschlägt. Wo geht jetzt die Luft aber hin? Das ist eine gute Frage, oder? Die verdampft ja nicht, sondern die muss ja irgendwo auch einen Austritt haben aus dem Gerät. Und das ist genau dort, an der Stelle. Und zwar hier an der dünnen Stelle, dort kommt die Luft raus. Und damit ihr das irgendwo hinstellen könnt, könnt ihr, damit es nicht immer in eure Richtung geht, könnt ihr es auch verstellen, da wo ihr es hinhaben wollt. Ja? Ihr könnt es meinetwegen jetzt hier auch nach unten stellen, ja, an der Stelle. Das heißt, wenn wir jetzt das Gerät hier so haben, ja, dann, und das falsch eingestellt wäre, dann würde es in meine Richtung gehen, dann bläst es mir immer ins Gesicht. Ihr könnt es auch nach unten stellen oder weg von euch. In diesem Fall jetzt hier hin, dann würde hier immer die Luft hin abgegeben werden. Mehr gibt es hier an dem Gerät nicht zu sagen, außer dass wir hier noch einen Gürtelclip haben. Ob man den jetzt wirklich braucht, habe ich noch nie benutzt. Ich habe den bei mir zu Hause, glaube ich, sogar dran gelassen. Ausnahmsweise, normalerweise mache ich Gürtelclips immer ab. Ansonsten das Gerät selber. Ich habe genau das Gerät, was nicht heißen soll, dass jetzt das Beste ist, sondern ich habe das schon sehr lange im Einsatz und kann überhaupt nichts Negatives über das Gerät sagen. Und finde sogar die Verarbeitung wirklich wertig und wirklich schön. Also, tolles Gerät. Gucken wir uns mal den nächsten an. Nehmen wir hier Prebena. Bei dem Gerät sehen wir auch, macht genau dasselbe. Macht exakt dasselbe. Also ist im Grunde ist nicht dasselbe Gerät, nicht dasselbe Band, aber schaut mal, wir haben hier diesen selben Aufbau. Wir haben hier auch die Möglichkeit, die Luft jetzt wieder uns einzustellen, wo es halt hin soll. Wir haben hier eine schöne Hammerschlagoptik. Das finde ich eigentlich ganz angenehm. Ja. Hier haben wir eine Gummierung, um das Gerät entsprechend gut hinlegen zu können. Hatten wir hier bei Makita übrigens auch. Das hier ist gummiert hier, alles an der Seite. Wir können auch hier unten hier wieder einstellen, die Feineinstellungen durchführen. Ja. Hier Abzug. Wir haben hier vorne ein Gummi drauf, genauso wie bei Makita, nur dass hier etwas größer ist, um das Holz zu schonen. Das heißt, wenn wir das jetzt hier aufsetzen, ja, so, dann wird hier das Holz geschont und wir haben jetzt keinen Abdruck im Holz. Das ist schon ein bisschen lästig, wenn wir das jetzt haben würden. Das ist da nicht der Fall. Haben wir hier bei Makita auch gehabt, habe ich vergessen zu zeigen. So, hier dann die Öffnung. Ich kann das Ganze hier drauf drücken, kommt das raus. Habe ich hier unsere Nägel drin, hier wieder rein. Und was man sagen muss, hier sieht es etwas besser aus. Hier hat man diese gelbe Markierung. Wenn keine Nägel mehr drin sind, dann fährt jetzt hier diese gelbe Markierung rein. Ja, und ihr seht sehr genau, wenn keine Nägel mehr da sind. So. Fertig und das war's. Was wir hier haben, genauso wie bei Makita, ist Einzelschuss. Ja, also jeder Schuss wird einzeln gesetzt. Kommen wir zum nächsten Gerät und wir halten uns mal unseren Speedy Gonzales offen. Denn wir kommen ja gleich dazu. Also ich bin ja ein Spielkind, ja, und mit dem Ding spielen wir gleich ein bisschen. So, kommen wir zur Metabo. Das leichteste Gerät im Test. Mit Abstand am leichtesten. Ich glaube, weil hier
Das ist eher Kunststoff hier alles. Da ist mehr Kunststoff dran. Die anderen Geräte sind eher aus Metall. Wobei man sagen muss, schwer sind die alle nicht. Hier vorne gibt es auch eine Abdeckung aus Kunststoff, um das hier auch zu schützen, so wie eben gezeigt. Ich weiß nicht, wie es fest soll. Also ich habe es nicht rausgekriegt. Daniel hat es nicht rausgekriegt. Und wir sagen jetzt offiziell, wir wissen nicht, wie es geht. Falls jemand von euch weiß, wie es funktioniert, schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Dann pinne ich das an, dass es dann der Nächste weiß. Das ist ein bisschen schade. So, ansonsten haben wir hier auch unser Magazin. Sehen hier auch sehr gut, wann es leer ist. Ihr seht das ja hier. So, wenn es hier nach oben durchgeht, dann, das wandert hier weiter hoch. Und ihr könnt sehr gut sehen, wie viel Schuss ihr noch im Magazin habt. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, wie viele Nägel reinpassen, keine Ahnung. Metabos Aussage ist, so viel wie reinpasst. Naja, stimmt auf jeden Fall in jedem Fall. So viel wie reinpasst, kannst du auch reinmachen. Hä? Aber das war die Aussage von Metabo an der Hotline. Sei es drum. Ansonsten bei den anderen Geräten passen übrigens in der Regel so um die 100 Nägel rein. Und das ist schon eine ganze Menge. Also 100 Nägel muss man auch am Stück erstmal verschießen. Kommen wir gleich zu. So, dann auch hier haben wir eine Einstellung der Tiefe. Hier, das können wir hier an dem Regler da machen. An der Stelle, ja, geht genauso. Wir können auch hier hinten wieder einstellen, wohin die Luft entweichen soll. Jo, das war's eigentlich, ja. Dann haben wir hier auch die Möglichkeit, das hier hochzunehmen. Aber um hier das zu lösen, ja, bei Prevena habt ihr auch gesehen, hier gibt es ja auch einen Hebel, um das rauszunehmen. Hier bei Metabo musst du mit einem Immo-Schlüssel diese Schraube lösen und dann kannst du das erst hochklappen. Also es passiert selten, dass da was hängen bleibt, aber dann ist es wirklich lästig. Da hätte ich gerne diesen Kippmechanismus. Und wenn ich jetzt sagen muss, jetzt muss man in Summe sagen, das Gerät hier kostet 180 Euro. Das kostet 80 Euro. Mach exakt dasselbe. Also schreibt gerne mal unten in die Kommentare, warum man eher das Metabo-Gerät kaufen sollte. Es erschließt sich mir nicht so wirklich. Was sich mir aber erschließt, ist, dass der DeWalt hier schon einen gewissen Vorteil hat. Aber kommen wir gleich zu. Hier auch dasselbe. Wir haben dasselbe Gerät, können hier das Magazin öffnen. Oh, warum sind denn da so wenig Nägel drin? Das geht doch gar nicht, Freunde. Das geht so ja überhaupt nicht. Ich sag mal, das sind schon ein paar Nägel. So. Hier haben wir die Möglichkeit auch, hier unten das einzustellen. Das Rädchen ist ein bisschen kleiner. Ich hoffe, die Kamera kriegt das drauf. Hier haben wir ein sehr kleines Rädchen. Aber auch da können wir die Feinjustierung machen, wie tief der Nagel ins Holz rein soll. Dann hier Abzug. Hier haben wir auch wieder die Möglichkeit, immer erst entspannen. Dann kann man das hier auch aufmachen. Dann kann man hier jedenfalls dazwischen und das Ganze reinigen. So, mehr gibt es an dem Gerät auch nicht zu zeigen, außer der Knopf der Knöpfe. Und zwar ist es so, dass man bei dem hier Mehrfachschuss aktivieren kann. Das heißt, bei allen anderen Geräten, die wir hier haben, ist es so, dass wir das Gerät nehmen, aufsetzen, drücken, loslassen. Aufsetzen, drücken, loslassen. Du kannst nicht hier drücken und aufsetzen. Tack, 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 tack. Das geht bei keinem der Geräte. Das ging aber damals bei unserem Milwaukee ja sehr schön. Das waren schon einige Schüsse in 15 Sekunden. Und heute werden wir, glaube ich, einen Rekord aufstellen. Denn hier bei DeWalt haben wir hier diesen Knopf. Und zwar genau hier an der Stelle ist es so, dass wir hier Einfachschuss oder Mehrfachschuss einstellen können. Das heißt, wir ziehen es hoch, drehen das Ganze. Jetzt haben wir Einfachschuss oder jetzt haben wir Mehrfachschuss. So, jetzt geht's los, nämlich Mehrfachschuss. Das, was ich jetzt mache, ist weder jetzt irgendwie sinnvoll noch irgendwas anderes, aber es macht Spaß. Ihr werdet sehen, wie viel Nägel man in wie wenig Zeit hier wirklich reinwemsen kann. Der Hammer. Das Magazin ist voll, ja, so wie ihr es jetzt hier seht. Wir machen jetzt Folgendes, ich hau das komplett raus. Also mal schauen. Ich blende mal hier die Zeit ein. Und zwar blende ich hier mal dazu nochmal nicht nur die Zeit an, die ich für 80 Schüsse gebraucht habe, sondern wie viel Schuss in der Sekunde haben wir eben abgegeben. Das sehen wir auch da.
Ich muss sagen, das macht richtig Laune. Und jetzt war es natürlich auf maximale Geschwindigkeit getrimmt. Aber du siehst, man kann mit so einem Gerät auch wirklich schnell arbeiten. Wenn du hier so mal so bam, 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 bam vor dir hinarbeiten möchtest und das für dich Sinn ergibt in deiner Anwendung, ja, dann haben wir hier aus meiner Sicht schon genau das richtige Gerät. Kommen wir deswegen nämlich auch zum Fazit. Wir haben hier ja vier verschiedene Geräte gesehen. Und welche Geräte würde ich dir entsprechend empfehlen, beziehungsweise was ist mein Fazit dort? Ich würde sagen, erstmal haben wir drei oder zwei Geräteklassen. Einmal hier die Einzelschussfraktion und die Mehrfachschussfraktion. Hier ja auch ein recht stolzer Preis von so um die 170 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist natürlich schon ordentlich im Verhältnis zu zum Beispiel dem Makita. Aber Mehrfachschuss und ein sehr solides Gerät, liegt gut in der Hand, auch sehr schön gummiert. Finde ich schön, ja, macht Spaß, aber aus meiner Sicht nur zu empfehlen, wenn du Mehrfachschuss brauchst. Und denk dran, es ist kein Akkugerät, das heißt, du kannst jedes Gerät kaufen, was du möchtest und mit deinem Kompressor betreiben. Dann haben wir das Metabo. Aus meiner Sicht fällt das aufgrund des Preises raus, weil für denselben Preis bekommst du eines der anderen beiden. Und dann ist so, dass du dich zwischen den beiden hier entscheiden musst, wenn es Preis-Leistung sein soll. Wenn du keinen Mehrfachschuss brauchst, dann wird es entweder Makita werden oder Prebena und dann wirst du schon jede Menge Spaß haben. Insofern hoffe ich, dass ich dir ein bisschen geholfen habe. Schreib gerne mal unten in die Kommentare, wenn wir uns das Thema Kombigeräte, das heißt Nageln und Klammern anschauen sollen. Ja, ansonsten bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare zu eurem Lieblingsgerät. Sagt ihr, das ist sinnvoll oder eher nicht? Ich kenne euch doch, oder? Jetzt aber rein ins Werkzeug und bis zum nächsten Mal.